Und nun geht's raus aufs Wasser. Im Berliner Umland gibt's davon reichlich. Und an manchen Wochenenden im Sommer ist es so voll, dass die vielen Boote im Stau stehen. Für Wassermotorräder und Hausboote braucht man keinen Führerschein. Es reicht eine kurze Einweisung, dann geht's los. Dabei sind immer mehr Leute unterwegs, die sich nicht an die Regeln halten. In der vergangenen Saison kontrollierte die Wasserschutzpolizei mehrere tausend Boote. Bei knapp der Hälfte gab es etwas zu beanstanden. Mirja Fiedler war mittendrin mit der Wasserschutzpolizei in Königs Wusterhausen und hat festgestellt, dass eine Seefahrt nicht immer lustig ist. Leinen los, Achtern frei. Am Hafen Königs Wusterhausen starten sie ihre 12-Stunden-Schicht. Matthias Albrecht und Carsten Wirke kontrollieren an diesem Samstag Sportboote und Berufsschiffer. Das Revier der Wasserschutzpolizisten in Brandenburg reicht vom südlichen Berlin bis zum angrenzenden Sachsen. Dadurch, dass ja auch viele junge Menschen diese Hausboote sich ausleihen und dann den ganzen Tag hier Spaß erleben wollen, da fließt nicht selten Alkohol und andere brauchende Mittel. Deswegen suchen die Beamten gezielt nach Bierflaschen an Bord. Die sichten sie vor allem auf Partybooten. Ja, vielleicht nicht ganz so viel Gas geben, dann fahren sie noch mal eine ruhige Runde rum. Ja, das ist jetzt die Strömung. Wir haben ja nicht mehr den Motor. Hier ist nicht so viel Strömung. Aber jetzt haben wir die Hilfe. Ja, aber den Motor dürfen sie erst ausmachen, wenn sie hier dran sind. Aber ich werde mal versuchen, sie abzustoßen. Schön. Sag mal, Männer, wie muss ich das eigentlich hier machen? Sag mal, Leute. Yay. Sie sind der Herr am Ruder, mit Ihnen muss ich mich unterhalten. Ja, ja. Albrecht ist mein Name von der Wasserschutzpolizei. Ja. Ich hätte gerne mal Ihren Personalausweis und die Bootspapiere gesehen. Die Papiere sind einwandfrei. Der Kapitän hat 0 Promille im Blut. Einziges Manko, der Bootsverleiher hat die Familie aus Berlin nicht eingewiesen. Ehrlich gesagt gar nicht. Also klar, man kriegt die Bedienung erzählt und wie es so funktionieren kann und sollte, aber man muss es schon selber eingewiesen. Ist nicht vorgeschrieben. Also, finden Sie das? Ja, ist nicht optimal, aber ja, die sind eben auf ihren Profit aus. Hier haben die Beamten nichts zu beanstanden. Auch ihr Boot ist heil geblieben. Aber den nächsten Freizeitkapitänen fehlt etwas Entscheidendes. Ich kann Ihnen gleich sagen, wir haben keine Papiere heute dabei. Das ist natürlich nicht so schön. Die Bootsbesitzer aus dem brandenburgischen Blankenfelde-Marlow wollten eigentlich nur einen Ausflug machen. Bootspapiere nicht dabei haben, ist eine Ordnungswidrigkeit. Das kostet 25 Euro für Warngeld. Jetzt sind wir doch verärgert. Jetzt sind wir verärgert. Sie haben ja die Papiere nicht mit. Ich habe da keine Schuld dran. Warum? Ich finde es in Ordnung. Es gibt ja auch genug, sag ich mal, Leute, die nur so einen 15 PS Motor haben, ne? Und denken, sie können immer wilde Sau auf dem See spielen. Und ich finde, also recht in Ordnung muss schon auf dem See sein. Am Oder-Spreekanal nehmen die Polizisten ein Partyboot ins Visier. Aber hier ist es zu eng und windig, um es zu stoppen. Sie verfolgen es bis zum Wernsdorfer See. Achtung, hier ist die Wasserschutzpolizei, das Partyboot, das blaue Partyboot. Stopp mal bitte auf und kommt zur Kontrolle zur WSP. Versteht mich jemand? Ein bisschen. Sie sind Kapitän. Ja, ID-Card und Dokument für Boot. Auch für Matthias Albrecht und Carsten Wirke wird es jetzt schwierig. Die Briten und Australier sprechen kaum Deutsch. Der Steuermann sagt, er habe nur ein Bier getrunken. Es ist so, dass wir als Antwort generell hören, ich habe ein Bier getrunken. Und dann nachher stellt sich raus, es waren dann doch 10. Also wir fragen ihn nachher nochmal und dann denke ich mal, haben wir dann einen realistischen Wert. 5 Seconds. Der Atemalkoholtest ergibt 1,39 Promille im Blut. Das wäre eine Straftat. Die Polizisten nehmen den Briten mit zur Blutprobe. Ich habe 4 Jahre auf einem Boot gelebt und nie solche Probleme gehabt. Das ist komisch. Der Londoner hat nur ein Foto seines Reisepasses auf dem Smartphone dabei. Seine Freunde müssen ihn identifizieren. Zum Blutalkoholtest will ihn aber niemand begleiten. Andere Partyboote lassen die Polizisten jetzt ziehen. Geht ein bisschen leiser bitte, ja? Eine Ärztin kommt an Bord, um dem Briten Blut abzunehmen. Die Laborergebnisse sollen in einigen Wochen vorliegen. Ihm droht mindestens ein Bußgeld. Der 35-Jährige darf gehen. Auf dem Rückweg zum Hafen sehen Carsten Wirk und Matthias Albrecht, dass das Partyboot den Briten abholen will. Sie hoffen, dass jetzt nur Nüchterne das Steuer übernehmen werden.